Kunden weltweit arbeiten heute mit Vollert-Technologie. Als führender Partner der Aluminium- und Metallindustrie entwickeln wir schlüsselfertige Intralogistiklösungen, die für eine ressourcenschonende und effiziente Vernetzung Ihres Produktionsprozesses sorgen. Aufgrund des technischen Know-how sowie der großen Anzahl von weltweiten Referenzen erhielt Vollert vom chinesischen Hersteller Chaoshun Aluminium den Auftrag für eines der modernsten Aluminiumwalzwerke Asiens in Xiamen, 500 Kilometer östlich von Hongkong. Von der kompletten logistischen Anbindung der Warmwalz an die Kaltwalzwerke bis hin zu intelligenten Transport- und Lagersystemen für die bis zu 17 Tonnen schweren Aluminium-Coils entwickelte Vollert hierfür ein besonders materialschonendes Intralogistikkonzept, das hochverfügbare Produktionsprozesse und eine konstant hohe Ausbringungsqualität gewährleistet. Für den Warmwalzprozess übernimmt zunächst ein deckengeführter Automatikkran die 5 Meter langen, 2 Meter breiten und bis zu 18,5 Tonnen schweren Walzbrammen und setzt diese auf die 90 Meter lange Förderstrecke. Einzelbewegliche Greifer heben und halten das auf ca. 560 Grad Celsius vorgeheizte Rohmaterial. Dank des CATS-Fahrwerks ist eine Querfahrt von 15 Metern möglich. Die rohen Aluminiumblöcke werden anschließend auf eine Stärke von ca. 3 mm vorgewalzt. Aus einer Bramme entstehen so mehrere Aluminiumcoils mit einem Durchmesser von ca. 2 Metern bei einer Bandbreite bis 2150 mm. Die Material- und Produktionsdaten der Aluminiumcoils werden nach dem Warmwalzprozess vom Leitsystem an das Inventory Control System von Vollert übergeben, welches ab diesem Zeitpunkt alle Produktionsabläufe vollautomatisch miteinander vernetzt. Ein Shuttle-System mit Coil-Transportwagen transportiert die 150 Grad Celsius heißen Aluminium-Coils unterirdisch zum Hochregallager. Ausgestattet mit einer Kapazität von bis zu 14.000 Tonnen Material, verfügt die 160 Meter lange und 10 Meter breite Hochregalanlage über 8 ober- und unterirdische Produktionsein- und Ausgänge. Hier werden die auf Spulen gelagerten Aluminiumcoils zunächst auf 60 bis 70 Grad Celsius abgekühlt.
Regalbediengeräte mit einer Höhe von fast 30 Metern übernehmen dabei das Ein- und Auslagern der rund 17 Tonnen schweren Aluminiumcoils. Mit Fahrgeschwindigkeiten von 3 Metern pro Sekunde wird ein Lagerumschlag von 68 der tonnenschweren Coils pro Stunde erzielt. Bis das die endgültige Materialstärke erreicht wird, sind noch mehrere Kaltwalzvorgänge und Abkühlphasen notwendig, sodass die Aluminiumcoils wiederholt ein- und ausgelagert werden. Mehrere Coil-Transportwagen mit hydraulischer Hubvorrichtung verbinden das Hochregallager mit den Kaltwalzbereichen und sorgen für einen reibungslosen Materialfluss. Coil-Manipulatoren übernehmen die Aluminium-Coils von stationär installierten Absetzgestellen und beschicken vollautomatisiert die Kaltwalzwerke. Ausgestattet mit Drehwerken sorgen die Manipulatoren dafür, dass die Aluminiumcoils mit der richtigen Wickelrichtung dem Kaltwalzprozess übergeben werden. Coil-Manipulatoren, Coil-Transportwagen und Kaltwalzwerke arbeiten optimal im Takt aufeinander abgestimmt, um einen Spitzendurchsatz von 17 Aluminiumcoils pro Stunde an jedem Walzwerk zu erreichen. Nach dem Kaltwalzvorgang werden die Aluminiumcoils zum Abkühlen wieder dem Hochregallager zugeführt, bevor weitere Walzprozesse folgen können. Im Weiterverarbeitungsbereich werden die Aluminiumcoils über einen Coil-Transportwagen aus dem Hochregal heraus angedient. Die Übernahme der empfindlichen Ware erfolgt anschließend manuell. Alle Intralogistikprozesse werden an den Übergabestellen von und zu den vollautomatisierten Produktionsbereichen entsprechend visualisiert, damit jederzeit Prozess- und Kontrollinformationen verfügbar sind.
Mit innovativer Vollert-Technologie zählt Chia Shun heute zu den Marktführern bei hochwertigen Aluminiumprodukten und sieht sich aufgrund einer nachhaltig wirtschaftlichen Intralogistiklösung bestens aufgestellt für das weitere Wachstum.